Hallo und herzlich willkommen zurück zu A New Beginning. Ja, in der letzten Folge wurden wir von unserem eigenen Sohn verraten. Es war wirklich sehr, sehr tragisch in der letzten Folge. Ich gucke es ja am besten einfach nochmal an. Es ist so viel passiert, also generell in den letzten Folgen. Da möchte ich mich jetzt nicht unbedingt darauf anhalten, das alles nochmal zusammenzufassen. Deswegen schaut einfach nochmal rein. Und wir versuchen jetzt hier ja, aus diesem Raum zu entkommen. Dafür müssen wir jetzt erstmal gucken, was überhaupt abgeht. In den Tanks werden die Stammalgen gelagert. Sehr gut. Der Tank ist oben, aber ohne funktionierende Haube komme ich nicht an die Alge. Jedenfalls nicht ohne zu improvisieren. Ja, wir müssen also improvisieren. Hier ist ein Einschussloch. Da passt kaum ein Finger durch. Ich frage mich sowieso, warum er da reingeballert hat. Ich komme von hier aus nicht ran. Knopf. Der Algencontainer blockiert die Tür. Gut, das macht natürlich Sinn. Hier ist eine Abzapfhaube. Der Tank ist oben. Jedenfalls. Okay. Was ist da denn hier repariert? Der Schuss ging einmal quer durch. Da ist nichts mehr zu machen. Ach so. Ach da, jo, stimmt. Können wir den Schlauch vielleicht abholen? Errungenschaft freigeschaltet, forgetful. Was? Der Ablauf ist strikt geregelt. Erst kommt die Haube an den Kryotank, dann der Schlauch. Aber da die Haube völlig hinüber ist, wird auch das nicht mehr funktionieren. Achso, okay. Können wir hier vielleicht noch den betätigen? Oder ist ja noch einer? Können wir da das Ding draus ist? Jo. Hier ist ein Anschluss. Hier saugt die Pumpe ein. Ah ja. Das ist die Füllstation für den tragbaren Generator. Kontrollpad. Die Pumpe hat noch keinen Zugang zum Kryotank. Natürlich nicht. Was ist denn, wenn ich den da ansetze? Und dann mit dem Schlauch. Ich kann den Schlauch so nicht verbinden. Ach so. Natürlich nicht. Mit der Eisenstange? So, und jetzt? Stange. Hält. Ja, das ist schön. Den Schlauch. Ich kann den Schlauch. Okay. Aber was mache ich jetzt damit? Nee, Moment. Das möchte ich doch haben. Aber was mache ich jetzt? Schlauch. Ah, warte mal. Kann ich. Da lacht er. Okay, das ist jetzt komplett kaputt. Jetzt muss ich sie nur noch. Achso, den Schlauch verbinden. So, und jetzt damit umfüllen. Ohne eine Verbindung zu einem tragbaren Container so. Wird die Alge über den Boden verteilt und dann war's das. Achso, ja, das macht natürlich Sinn. Tja, aber wie. Kann ich mit der Eisenstange das Ding da kaputt hauen? Schmonzes. Der Tank ist oben, aber ohne funktioniert jedenfalls okay. Nicht. Kann ich die da auch nochmal draufsetzen? Und die da auch durch? Ich könnte die Stange durch die Haube schieben, aber das andere Ende würde so nur gegen die Scheibe stoßen. Achso. Okay, dann nehmen wir die erstmal wieder mit. Das ist nur die Tür. Was haben wir hier noch? Den Schlauch. Die Füllstation. Ja, die müssen wir irgendwie. Ja, da müssen wir irgendwie was mitmachen. Was ist denn. Können wir mit Faye reden? Sie sind so still. Kein, ich hab's Ihnen ja gesagt, oder das haben Sie jetzt verdient. Das ist es doch gerade. Du hast das alles nicht verdient. Wenn mein eigener Sohn sich gegen mich wendet, dann habe ich es verdient. Hol die Alge und bring uns hier raus. Alles andere können wir später besprechen. Tja. Aber, wollen wir das jetzt machen? Nein, der Schlauch würde zerreißen. Da habe ich mir was gedacht. Nein. Okay, aber wenn ich das jetzt wieder reinfahre, das bringt ja auch nichts. Ich muss also irgendwie. Das irgendwie ist so ein die Steuerung Dings. Für die Pumpe. Ich brauche so ein Ding, so ein Bums. beim Anlagengenerator. Kann ich den bewegen? Ich komme von hier aus nicht dran. Kann ich. Der Generator steht in einem Winkel, den ich mit der Stange nicht erreichen kann.
Natürlich. Ramsch. Quatsch mit Soße. Quatsch mit Soße. Der General. Heckmeck. Wir hauen fair eine drüber. Das bleibt bei mir. Tinef. Schmarrn. So ein Blech. So ein. Ah, okay, wir brauchen den hier. Und die Tür, die kann ich ja nie aufmachen. Der Algencontainer. Ja, sag das nicht. Aber. Die Tür ist mehrfach verstärkt. Der Generator. Nonsens. Kannst du dann. Oh, hau doch einfach mit der scheiß Stange davor. Müll. Lass mal reinpacken. Ich komme von hier aus nicht dran. Kommt die Felder nicht dran? Schwachsinn. Mit ihren kleinen Fingern? Ha, Tinef. Blanker. Hör auf mich ständig zu kritisieren. Ha, und. Mischugge. Kokolores. Kokolores. Okay, wie komme ich denn da dran? Hier ist, das ist der Schlauch, das ist hier nur das Ding. Das brauchen wir nicht. Da ist der Kryotank. Also wir brauchen, müssen irgendwie an das Ding kommen, damit wir das hier umfüllen können. Runter kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Hier unten ist nur Dekoration sozusagen. Okay, ist nicht Fisch. Also ich meine, das kann ich hochfahren. Ah, jetzt bin ich erstmal wieder schön im Bildschirm. So, da sind wir auch schon wieder im Spiel. Ja, warte mal. Also, wenn ich jetzt. Wenn ich das Glas einfach zerschlage, riskiere ich, dass die Alge ausläuft. Ja, dann bekäme ich sie nie wieder zusammen. Da hast du absolut recht. Der Tank ist oben, aber ohne funktionierende Haube komme ich nicht an die Alge. Jedenfalls nicht ohne zu improvisieren. Okay, so, das Ding. Wenn ich jetzt so mache und das so mache. Könnte passen. Ja, sicher. Ist ja. Und jetzt. Boah, war das gut, ey. Erstmal weg mit der Stange. Jetzt müsste es gehen. Boah, was ein Typ, ey. Was ein Typ. So, erstmal raus. Ciao, Faye. So, Eigengenerator, den brauche ich. Brauchst du Hilfe beim Tragen? Danke, geht schon. Ich bin noch ein Kerl. Ich packe mir den einfach in die Hosentasche. So, das Ding kommt jetzt da rein. Und jetzt gib ihm. Gleich haben wir es. Hast du das nicht schon mal gesagt? Ja, aber gleich haben wir es wirklich. Sehr gut. Und den packe ich mir wieder in die Hosentasche. Hey. Wir haben die Alge. Jetzt nichts wie weg hier. Aber seien Sie bitte vorsichtig. Wo habe ich das schon mal gehört? Zum Glück ist das hier überhaupt nicht laut. Boah, ey, das geht gar nicht. Erstmal die Option. Erstmal die Mucke ein bisschen runterdrehen. So ein Blech. Ja. Boah. Na, ja, das geht schon besser. So, hier ist der Likes, der Skywalker. Hier.
Können wir nicht die Luke öffnen und nach oben schwimmen? Bei all den offenen Stromkabeln und Chemikalien? Um Himmels Willen, nein. Gerümpel. Bent, kannst du mir helfen? Komme schon. Los, Bent, mach dich nützlich. Oh Gott, seien Sie bitte vorsichtig. Das sieht gefährlich aus. Ja, ja, keine Angst. Du weißt, was ja, ja heißt, ey. Okay, hier ist ein Aktenschrank. Tick, 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 tick. Klettern. Stehen Sie stabil? Der Schrank tut es jedenfalls nicht. Es geht schon. Kabel. Oh, Tarzan, ey. Sind Sie völlig übergeschnappt? Sie hätten abstürzen können. Alles in Ordnung. Genau, oh, hier ist ein Heizungsrohr. Viel zu heiß. Erst verbrenne ich mich, dann stürze ich ab. Das wollen wir natürlich nicht. Hier ist noch ein Kabel, hier ist noch eine Luke. Das mache ich besser Schritt für Schritt. Ich muss dafür sorgen, dass Ben nicht zurückbleibt. Oh, hier eine Stange. Was haben Sie jetzt schon wieder vor? Moment. So, Sie kommen da jetzt sofort runter und lassen mich das machen. Oh, vertrau mir doch einfach mal. Ich kann schon auf mich selbst aufpassen. Hören Sie, ich habe genug von Ihren. Und hör endlich auf, mich zu siezen. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Mann! Ganz schön rabiat, Vidi. Hier ist ein Heizungsregler. Kannst du das Gerät neben dir ausstellen? Sie wollen, dass ich die Heizung runterdrehe? Nein. Du willst, dass ich die Heizung runterdrehe. Du. Ha, Sie spinnen doch. Also gut. Du spinnst doch. Jetzt stimmt's. So, die Heizung ist aus. Wie geil. Okay, klettern. So, der Strom ist aus. Du kannst jetzt über das Geländer nach oben klettern. Oh. Ich klettere schon mal vor. Wir treffen uns dann oben wieder. Alles klar. Los, Bent. Geben Sie auf, Dr. Svensson. Ich bin zwar der Lakai eines skrupellosen Energiemoguls, aber Sie sind kein James Bond. Kommen Sie da raus, aber brechen Sie sich bitte nichts. Wo ist mein Sohn? Dr. Svensson 2 residiert angeschossen und flennt unten bei der toten Miss Inrichs. Ich lasse Sie gern zu ihm. Aber vorher überreichen Sie mir die Alge. Ich versichere Ihnen, sie wird sich ganz ausgezeichnet in der Orchideensammlung meines Klienten machen. Waren Sie schon mal in Brasilien? Scheren Sie sich zum Teufel! Wir werden ja sehen, wer zuerst da ist. Leben Sie wohl, Mr. Bent. Dr. Bent für dich immer noch. Duwe? Verschwinde hier! Hau ab! Ich komme runter. Boah, du, ey. Oh, mein Rücken. Bent? Wo bist du? Hier oben. Ich bin hier oben gelandet. Kümmere du dich um meinen Sohn. Ich suche einen Weg, wie wir hier wieder rauskommen. Verstanden. Jut, Duwe. Was ist los? Hallo, Duwe. Ich bin hier, um dir zu helfen. Na dann, willkommen in der Hölle. Hast du dich verletzt oder tust du nur so? Hast du dich verletzt? Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Tut das weh? Ja! Ja, Gottverdammt, ja! Dann ist es gebrochen. Bleib hier ruhig sitzen. Ich flick dich schon irgendwie wieder zusammen. Warum? Falls Sie es noch nicht gemerkt haben, wir wurden von der Bohrinsel abgekoppelt. In wenigen Minuten werden wir vom Tiefendruck zerquetscht und ertrinken. Ob Schmerzen im Bein oder nicht, ich bin eh gleich tot. Hey, wir kommen ja schon wieder raus. Das ist ein richtig Angst. Hier, der Bent, ne? Der ist ein guter. Bent wird uns retten. Glaub mir. Wieso lachst du? Er kann es einfach nicht lassen, was? Hey, Bent! Schlechte Nachrichten! Die Welt ist ein Jammertal. Und deine Alge wird nichts mehr daran ändern. Doch, das wird sie. Ich komme aus der Zukunft. Ich weiß das. Sie sagt die Wahrheit. Klar! Na gut, ich würde sie auch nicht glauben, glaube ich, ey. Wie konntest du diesem Mann nur helfen? Das spielt doch alles keine Rolle mehr. Lissa ist tot. Und wir stehen in der Schlange gleich hinter ihr. Wir werden nicht sterben. Ach, glauben Sie doch, was Sie wollen. Ich habe einen Fehler begangen und werde jetzt dafür bezahlen. Ich werde mich um dich kümmern. Warte hier. Ja, wie lustig.
Beweg dich nicht vom Fleck. So, erstmal hier die Stange. Die nehmen wir jetzt. Die knallen wir ihm gleich über den Latz, damit er schon mal die Klappe hält. So. Um sein Bein zu schienen, muss ich die Stange erst irgendwie festbinden. Ach so, na gut. Du könntest auch versuchen zu schienen. Ich fand meine Idee aber auch ganz gut eigentlich. Ich glaube, da ging es mal zum Zuchtlabor. So, da dürfen wir wahrscheinlich hier lang. Ich nehme ihren Schal mit, aber sonst möchte ich sie nicht durchsuchen. Mit dem Schal kann ich die Stange irgendwo festbinden. Aber was dann? Zum Beispiel an seinem Bein. So, da wäre ich wieder. Duwe! Faye! Ich glaube, ich hab's. Ich habe die Schläuche so umgesteckt, dass das H2 zurück in die Algenfarm gepumpt wird. Ich verstehe gerade gar nichts. H2 ist leichter als Luft und viel leichter als Wasser. Oh, bravo, Bent. Jugend forscht im Angesicht des Todes. Deine Studenten wären begeistert. Hört zu! Ich habe uns gerade einen Fahrstuhl gebaut. Das Gas wird die Algenfarm nach oben treiben. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist durch die Schleuse in die Farm zu klettern, bevor sie sich abkoppelt. Ich schaff das nicht so schnell. Ich habe ein gebrochenes Bein vergessen. So, und da kommt jetzt die gute Faye ins Spiel und schien dein Bein. Halt still. Gleich sind wir hier raus. Kapitel 7. Ben Svensson ist tot. Das macht Hoffnung. Drei Tage später. Errungenschaft freigeschaltet und es wird noch schlimmer. Auch das macht Hoffnung. Au. Puh. Oh nein, schon wieder kaputt. Bent. Bent, aufwachen. Wir sind da. Was ist los? Sind wir schon da? Das sagte ich doch gerade. So, jetzt raus aus dem Auto. Wir haben ein Problem. Oggi hat die Autoschlüssel stecken lassen. Nimm sie mit und komm endlich. Schlechte Nachrichten. Wir sitzen fest, mein Funkgerät spinnt und Simon sagt, dass... Halt, Moment. Erstmal alles der Reihe nach. Ja, erstmal der Reihe nach, aber... Wo wir hier zum Geier sind, wer Simon ist und wie lange er geschlafen hat, das finden wir in der nächsten Folge raus von A New Beginning. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, auf Wiedersehen.